Ahoi Piraten, ich mache heute für euch das Seemannsgarn und da die Geschichte Diebestern. So, wie geht's? Ganz einfach. Wir müssen hier erstmal zum Seeposten und zwar North Star. Dort begegnen wir den Satz und bei Satz haben wir Diebestern bzw. für Seemannsgarn abstimmen. Okay, ich bin alleine, also klappt das auf jeden Fall. So, jetzt will ich das Ganze natürlich so schnell wie möglich machen für euch. Okay, der ist ein bisschen am Quatschen, bla bla bla. Okay, brauchen wir nicht. So, wir müssen jetzt weiter. Und zwar geht's jetzt zu Rumraner Eisel, die glücklicherweise gleich mal dort ist. Das heißt, wir brauchen nur kurz in den Norden und schon sind wir da. Dort holen wir uns nämlich das Fernrohr, was wir brauchen. Also bis gleich. Okay, Rumraner war es nicht. Also ab nach Twin Groves. Gut, so. Zwischen den beiden größten Felsen. Alles klar. Schön wär's. Also, die größten Felsen sind auf jeden Fall nicht die, wo ich jetzt hier bin. Denn hier, der ist ziemlich klein, der ist ziemlich klein. Okay, eine Palme haben wir hier auch noch. Und die großen sind da und dahinter auch noch. Aber egal. Hier hatte ich eigentlich auch schon gegraben, aber nichts gefunden. Marcel hat es geschafft. Hallo Marcel. Hallo. Hey. So, das heißt, mal gucken, ob wir das Ding jetzt überhaupt rauskriegen. Ja, wir können ja, wenn du helfen willst, den Kompass zeigen. Ich mache das gleich ganz anders. So, antike Truhe öffnen, bzw. antike Truhe aufnehmen. Alles klar. So, das heißt, noch einmal, damit wir das besser sehen. Ich werde mich mal hier hinstellen. Ja, genau. Also zwischen den beiden Inseln. Dann sind hier die Palmen. Also hier jede Menge Palmen. Einfach hier dazwischen durchlaufen. So. Und schwupps, da haben wir die Kiste. Da ist sie. So, nee, aufmachen. Ich will sie aufmachen. Die Kiste selbst, die interessiert mich gar nicht. Ich will nur das Fernglas. Weil nur durch das Fernglas kriegen wir dann noch zusätzlich auch Missionen. Beziehungsweise weitere Seiten für unser Buch. Ja, Fortschritt des Seemannsgarns. Jawohl. So. Denn ja, das ist schön hell. Danke, Marcel. Ja. So, Versprechen der Seekönigin. Alles klar. Es gibt mehrere verschiedene. Also Versprechen der Seekönigin, dann gibt es noch eine und noch eine Geschichte. Das heißt, mit anderen Worten, es gibt hier mehrere verschiedene Möglichkeiten. Und diese hier sieht dann wie folgt aus. Okay. Dann wollen wir mal loslegen. Ah, ein bisschen dolle hell, aber na, das geht schon, das geht schon. Das sieht wie Castaway-Eisel aus. Hinter der Spitze fiel der Preis herunter. Okay, die genaue Beschreibung sieht dann wie folgt aus. Versprechen der Seekönigin. Das Versprechen der Seekönigin, jawohl. Eisel of Last Words. Im Westen der Insel unter Wasser. Okay. Ja, also ab zum Schiff und wir sehen uns dann auf Eisel of Last Words. Also bis gleich. So, also auf Last Words. Wir sind also in O10. Also mit anderen Worten relativ schnell geschafft. So, dann wollen wir mal zusehen und wir sehen uns ja gleich auf Eisel of Last Words. Bis gleich. So, Eisel of Last Words. Da sind wir jetzt. Und dort müssen wir dann also den nächsten, beziehungsweise, was heißt den nächsten? Hier müssen wir jetzt die Edelsteine finden. Zwei Stück an der Zahl, also einen hier. Und den zweiten woanders. So, okay, dazu nehme ich mal kurz das Buch zur Hand. Mal das Buch raus, zack. Wollen wir mal schauen hier. Komm, komm, komm. So, Versprechen der Seekönigin, das ist unsere Aufgabe. Das sieht wie Castaway Eisel aus. Okay, hinter der Spitze fiel der Preis herunter. So, was haben wir noch? Ein Auge verloren. Das ist die nächste Aufgabe. Da kriegen wir den zweiten Edelstein. Okay, also los geht's. So, im Westen der Insel unter Wasser. Im Westen der Insel. So. Westen, Westen, Westen. Hier sind wir schon im Westen. Super. Ja. Cool. Unter Wasser. Na, wollen wir mal schauen. Wie die das unter Wasser meinen. Ah, da ist es. Da unter Wasser. Da ist es. Schon gefunden. Wow. Jawohl. Sternjuwel entdeckt. Alles klar. Gut.
Mit anderen Worten, jetzt geht es weiter und zwar, Moment, Sharkbite Cove. Also, bis gleich. So, da sind wir, Sharkbite Cove, und wir müssen hier in die Mitte der Insel. Da haben wir nämlich eine Haistatue. Und an der Haistatue werden wir entsprechend fündig. Da finden wir dann nämlich unseren zweiten Diamanten, den wir brauchen. So, Mitte der Insel. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Schneller, schneller. Okay. Jawohl, da haben wir sie doch schon. So, die Haistatue haben wir. Das heißt mit anderen Worten, hier müssen wir einmal runter. Und sowas wie ein Tunnel. Man beschreibt es als Tunnel. Soll es sein. Und genau, da ist er. Da haben wir ihn doch. So, da haben wir unseren zweiten. So, Sternjuwel 2. Gut. Okay, und von jetzt an müssen wir in der Karte auf N13. N13 ist unser Ziel. Das heißt, wir sind gleich wieder zurück. Ja, wie gesagt, Sharkbite Cove sind wir jetzt gerade. Das heißt, wir müssen jetzt nach N13, genau. N13, und zwar so ziemlich hier. Da ist eine winzig kleine Insel, die nicht eingezeichnet ist. Könnt ihr auch im Buch nachlesen. Upsa. Und dementsprechend, da fahren wir jetzt hin und dann geht's weiter. Okay, dann nähern wir uns der Insel, wo wir hin wollen. Juhu, sehr schön. So, das heißt mit anderen Worten, ja, ganz genau. Das ist die Insel, so wie wir es sehen, mittig des Bildes. Also da ist der Fisch ein Stück drunter. Genau, das ist er, nur von der anderen Seite gesehen. Und wir sind fast da. Und genau hier sollten wir auch anlegen. Ups. Ja, hast du nicht. So. Und dann noch ein bisschen nach hier schwimmen. Ich meine, das war hier. Ja. Gut aus. Ja. Hier sind wir richtig. Und da ist das Tor. Da müssen wir rein. Und von der Insel her sind wir hier. Das heißt, da ist die kleine links. Dieser kleine Wupsel, was auch immer. Und so weiter und so weiter. Okay, also ab dafür. Nein, nicht ab dafür. Ich muss den Stein vielleicht auch noch mitnehmen. Das macht Sinn. Okay, rein da. Auf ein neues. Okay. Ja, sehr viel besser. Meine, jetzt müssten wir nach oben. Jawohl. Okay. Oh, endlich. Okay, und dann haben wir hier die Statue. Die Statue, die wir brauchen. Da setzen wir jetzt die Augen ein. Ein Auge, zwei Augen. So. Ungelöste Sternenkarte. Die nehmen wir mit. Die brauchen wir. Und Krabbentotem. Ja, damit. Okay. Und das Krabbentotem müssen wir hier an dieser Wand entsprechend einsetzen. Da ist es. Da, Totem platzieren. Jawohl, machen wir. Hervorragend. So, bevor wir jetzt anfangen, müssen wir uns mal ganz kurz darüber unterhalten, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt hier noch eine Seite dazu bekommen. Mindestens eine. Ja, eine war es, genau. Die ungelöste Geschichte, das heißt, wir haben zwei Teile, zwei Absätze. Der erste Teil ist das erste Rätsel, wir brauchen nämlich zwei. Und dann Teil 2 ist der, ja, das zweite Rätsel. So, dann wollen wir mal rein. Hep. Eine Träne der Sonne, viel an Land. So, dann wollen wir mal gucken, das richtige Symbol. Marcel, hast du das zufälligerweise schon? Welche Seite ist es, wenn? Nee, ich guck grad. Ja. Ja, habe ich letzte Seite der Symbole. Oh, die letzte Seite sogar? Habe ich es übersehen? Ja, ist die unendliche Flamme. Träne der Sonne. Ja. Wärmt die Meere. Ja, Träne der Sonne wärmt die Meere. Alles klar. Also brauchen wir als erstes Flamme. Dann, was kommt als nächstes? So, nächste Seite kommen. Und leuchtete dem Mann den Weg auf See. So, wer ist der Mann? Mal gucken. So. Großer Krieger. Ob das der Mann ist, weiß ich noch nicht. Wir gucken einfach mal durch. Seekönigin. Das ist bestimmt kein Mann. Nein.
Stolzer Adler, kokettierende Krabbe, nein. Glimmerfisch, nö. Goldene Feder, nö. Schlafende Bärin. Weise alte Richterin als respektieren. Alle respektieren sie. So, das war's. Dann muss das wohl der Krieger sein, nehme ich an. So. Kriegshungrig und lebt noch. Bin mir nicht sicher gerade. Nochmal schnell nachgucken. So, komm, weiter, weiter, weiter. So, leuchtete dem Mann den Weg auf See. Selbst der Kriegstreiber, da ist auf jeden Fall der Krieger, fand Frieden. Der eiserne Panzer lehrte ihn mehr als Krieg. So, eiserne Panzer, das müsste Krabbe sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Oh, das ist Garabius. Oh, das kann sein. Moment. Eiserner Skarabäus, genau, dann war es das Skarabäus. Okay, also was haben wir? Flamme. Ich schätze mal wieder Mann. Was hatte ich eben noch gesagt? Ach, verdammt. Skarabäus. Ja. Skarabäus. Kriegstreiber erstmal. Also zweimal müssen wir den Mann nehmen, denke ich mal. Und als letztes den Skarabäus. Wie kommst du auf zweimal den Mann? Weil es vier Symbole sind und eine Träne der Sonne fiel an Land und leuchtete dem Mann den Weg auf See. Nächster Satz, selbst der Kriegstreiber fand Frieden. Der eiserne Panzer lehrte ihn mehr als Krieg. Oder ja. Es sei denn, selbst der Kriegstreiber fand Frieden ist was anderes. Genau, Kriegstreiber. Ah, Moment. Der Kriegstreiber ist der Mann mit Waffe da, der Krieger. Ja, dann haben wir zweimal hintereinander Krieger. Aber leuchtete dem Mann den Weg auf See. Ich weiß nicht, ob das der Kriegstreiber ist. Tja. Dann leuchtet dem Mann den Weg auf See. Dann gucken wir mal, ob irgendjemand hilfsbereit war. Vielleicht die geduldige Schildkröte. Hebt Inseln aus dem Wasser, ältestes Wesen. Eigentlich eher nicht. Schlange. Der Hai auf jeden Fall nicht großer Kraken. Alte Mutter von Alten in Fesseln gelegt. Seekönigin kann es nicht sein, oder? Große Macht hat ewiges Versprechen gegeben. Kokettierende Krabbe, nein. Immer noch nicht. Glimmerfisch, nö. Oder? Führte die Alten der Letzten seiner Art. Oh! Das könnte der Glimmerfisch sein. Wo siehst du den? Das ist auf der Moment... Von Ach, vorne gesehen, die dritte Seite. Führte die Alten. Macht führte. Sinn? Ja. Ist das quasi eigentlich nett? Wie bitte? Ist eigentlich nett. Weshalb, sagen wir, auch ein Krieger friedlich sein würde. Jo. Also Flamme, Glimmerfisch, Kriegstreiber und das letzte war Skarabäus. Na, probieren wir es doch aus. Also Feuer, Fisch, Krieger, Skarabäus. Okay, jetzt das zweite auch gleich, weil wir müssen in eins durchziehen. Die Kokettierende tanzte in neuem Licht. Kokettierende hatten wir, Krabbe. Als Glimmer dem Mann den Weg zeigte. Es muss wieder der Fisch sein. Die älteste Kreatur beobachtete ihr Spiel. Okay. Krabbe, Fisch. Kokettierend. Das ist die Krabbe. Das ist die Krabbe? Ja. Okay. So. Gucke ich nochmal kurz hier nach. Jawohl, Krabbe. Alles klar. Und der Schildkröte war das älteste Tier. Also haben wir Krabbe, Fisch, Schildkröte. Was war noch? Während die Königin, da haben wir sie doch schon. Die Königin. So. Mutter. Während wir die Symbole eingeben, würde ich sagen, kontrollieren wir die Symbole zwischen hier im Buch und das, was wir dort eingeben. Die Seekönigin. Jo, Glimmerfisch. Ja, wenn das ist nicht wurscht. Der Fall ist. Das wäre ja wurscht. Dann können wir ja theoretisch... Ja, alles andere so lassen und den einfach nochmal drehen. Genau. Das genau. Ja. Und den einfach zu. Ja, dann lass uns jetzt mal hier die Flammen anmachen. Vier Stück an der Zahl. Und los geht's. Okay. Start. Gut, dann haben wir jetzt einmal die Flamme, die gerade schon da war. Und hier brauchen wir den Fisch. Ja. Das ist nicht der Fisch. Das ist auch nicht der Fisch. Wir haben keinen Fisch hier. Es sei denn, die meinen den Hai. Weil das ist nicht der Fisch. Okay, dann habe ich Krieger, hoffe ich. Krieger habe ich. Ja, ich gucke nochmal, wie der Fisch aussieht, obwohl der sieht aus wie ein Fisch. So, Krieger, Schildkröte.
Alter, das ist die Krake. Nee, Skarabäus müssen wir hier. Skarabäus. Ja. Das ist er. Jawohl. Krieger haben wir. Ja, und da müssen wir jetzt ausprobieren, würde ich sagen. Ja, dann machen wir. Jo. Auf geht's. Okay. Oh, grün. Wir haben es richtig. Nee, war rot. Nein, das war grün. Nein, es ist auf rot gewechselt. Hä? Okay. So, machen wir jetzt. Ich habe den Hai. Machen wir jetzt? Ja. Jetzt funktioniert. Ah. Dann war es das Schiff. In dem. So, jetzt brauchen wir als erstes die Krabbe. Ja. Das sollte die Krabbe sein. Als zweites sagtest du Fisch. Ja. Ja. Ja, Fisch haben wir. Du machst den letzten, okay. Und hier ist die Schildkröte. So. Hier haben wir es. Jawohl. Und ich habe die Sirene bzw. die Königin. Ja, hervorragend. Drücken wir mal. So Leute, da wollen wir mal schauen. Und da ist unser Geschenk. So, Scheuerband Stein, den nehmen wir mit. Und den müssen wir jetzt wieder zurückbringen zu Skat. Nee, wie heißt er? Sat, genau. Sat. Genau, da steht er auch. Zu Sat am sowieso bringen. Okay, auf geht's. Auf geht's. Kann man die wieder mitnehmen? Nö. Das war ja easy. Sozusagen. Ja, eigentlich. Eigentlich schon, ne? Jo. Kann man so sagen. Also, wir sehen uns gleich bei Satz. Paddel, 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 paddel. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Also, H10, 10, 10, 10, 10. Seeposten, da ist er doch. Na, perfekt. So, da sind wir wieder am Seeposten. Wow, okay, war noch runtergefallen hier. So, Digga. Upsa. Okay, gebe Schleierbandstein. Okay, mache ich. Now, where such leave those ephemeris charts? Oh, it's you! My spyglass! Oh, a fine keepsake. I'll pass along that pretty gem of yours in return. Eh, old Suds won't forget. Doesn't want the glowing eyes man angry at him. Oh, no, no, no. So many secret stars. Declination 22. Need to call a bit. Oh, 16.000. So. Mehr gab's nicht. Ja, aber dafür haben wir den Seemannsgarn abgeschlossen. Hervorragend. So muss das laufen. Und dementsprechend sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.